Ja, hallo Leute, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr eure iPhone-Apps iPad-tauglich machen könnt. Viel Spaß bei dem Video! Als erstes ist klar, ihr braucht ein gejailbreaktes iPad. Firmware-Version ist egal, es funktioniert bei allen. Dann müsst ihr einfach auf Suchen gehen und nach Full Force suchen. So schreibt man das. Ich werde es auch nochmal einblenden. Wenn ihr das dann installiert habt, geht ihr raus aus Cydia. Dann müsst ihr in die Einstellungen gehen. Und dann seht ihr auch schon einen neuen Punkt namens Full Force hier. Und hier könnt ihr dann einstellen, welche App im iPad-Modus starten soll. Ich habe jetzt hier mal Facebook ausgewählt. Dann kann ich euch auch zeigen, wie das auf dem iPad aussieht. Jeder Facebook-Nutzer weiß, dass es kein iPad-App dafür gibt, sondern nur die iPhone-Version. Und hier seht ihr iPad-Version von Facebook. Das könnt ihr jetzt bei fast jedem iPhone-App machen. Nicht bei allen Apps funktioniert das oder sieht nicht so gut aus. Das soll es auch schon wieder mit dem Video gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.